Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dishonored, The Knife of Dunwall. Sind Sie bereit? Wir sind bereit, weiterzumachen. Gehen wir. Die Enteignung. Delilah malte einst Porträts für Justiziar Arnold Tymsch, einen korrupten Edelmann, der mit juristischen Kunstgriffen Familien enteignet und deren Anwesen für den Lordregenten beansprucht, indem er sie fälschlicherweise als solchen Opfer bezichtigt. Justiziar Tymschs Nichte Talia hasst ihn. Sie hat dir versprochen, für einen gewissen Preis bei der Suche nach Delilah zu helfen. Triff dich mit Talia, um herauszufinden, was sie weiß. Als junges Mädchen ging Delilah bei einem Bäcker im Dunwall Tower in die Lehre. Jahre später war sie Malerin in Sokolov-Kreisen. Justiziar Arnold Tymsch bezahlte sie, um Porträts zu malen. Ihn kannte ich. Ein Edelmann aus reichem Elternhaus. Eine korrupte Schlange, der das Vermögen der solchen Opfer für den Lordregenten eintrieb und dadurch erneut zu Reichtum kam. Aber Justiziar Tymsch trug auch eine Privatfehde mit seiner Nichte aus. Es ging um das Familienvermögen. Lurk hatte wahrscheinlich recht. Wir sollten erst mit der Nichte sprechen. Die Fehde mit dem alten Justiziar könnte hilfreich sein. Ich ließ ihr eine Nachricht zukommen. Und sie behauptete, Dinge über Delilah zu wissen, die niemand kannte. Aber ihr Wissen habe seinen Preis. Ich war nicht überrascht. Und traf sie. Neue Verbesserungen erhältlich. Ja, das kennen wir noch von Corvo, dass man die Inventarsachen verbessern kann, beziehungsweise mehr Sachen tragen kann. Was haben wir denn? Artefaktkapazität, das können wir ruhig mal machen. Wenn wir jetzt bald mehr Knochenartefakte finden, damit wir die auch benutzen können. Sollte erstmal reichen. Die Betäubungsbolzenkapazität hätte ich auch gerne erhöht. Und den Würgestaub können wir auch mal mehr einsetzen, oder? Kampfbetäubungsbolzen. Die einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Ja, wenn ich schon Betäubung habe, dann soll die natürlich auch wirkungsvoll sein. Und eine bessere Genauigkeit mit der Armbrust. Auf jeden Fall. Shit, jetzt habe ich kein Geld mehr für die Gefallen, oder? Doch, ich habe noch über 200 Münzen. Runenkurier. Ein Freund wird eine Rune nahe der zerstörten Brücke verstecken, die du dann auflesen kannst. Oh, das kostet 150. Aber ich kann... Oh, verdammt. Ich kann nicht beide nehmen. Walöllieferung. Auf deinem Weg in den Bezirk findest du einige sehr praktisch platzierte Walöltanks nahe des ersten Tores. Okay, ich glaube, darauf können wir verzichten. Da lasse ich mir lieber eine Rune liefern. Ja, und viel mehr können wir dann auch hier nicht tun. Auf zur Mission. Der Justizbezirk Ufa. Finde Talia. Ich war nett. Er schlummert nur. Talia müsste in der Trevor's Close warten, einer Gasse hinter der Lichtmauer. Sie erkennen sie an den drei weißen Schädeln. Da schauen wir doch mal. Ich glaube, jetzt sind wir zum ersten Mal auf einer ganz neuen Map unterwegs, wo wir noch nicht mit Corvo in der Nähe waren. Und wie viele Runen haben wir? Wir haben 5 Runen. Wir könnten mal irgendwas verbessern. Ja, die Assassinen rufen, das machen wir bisher weniger, weil das ist halt, ich glaube, immer ein Tötungsbefehl. Aber uns schneller bewegen, das brauche ich, glaube ich, gar nicht erstmal verbessern, weil wir so schon wie Speedy Gonzales durch die Gegend schleichen. Aber ich könnte mir auch mal was holen, was in Richtung tödlich geht. Absätze Assassinen, die an meiner Seite kämpfen. Und Zeitverlangsamung klingt auch echt cool. Und den Schattenangriff.
Überraschte Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zu Asche. Einfach mal so als Option, dass wir auch mal sagen können, wir benutzen auch mal unser Messer. Jedes Mal, wenn du einen ahnungslosen Gegner eliminierst, zerfällt dessen Körper zur Asche, sodass du ihn nicht verstecken musst. In der zweiten Stufe werden alle eliminierten Gegner zur Asche. Nee, ich glaube, die brauchen wir nicht. Wir wollen ja keinen Massaker machen. Und wir können unsere Lebensenergie noch ein bisschen erhöhen. Was kostet es, das Teleportieren zu verbessern? Schnellere Vorwärtsbewegung. Nee, schnelle Vorwärtsbewegung. Ist das dieselbe Beschreibung von Stufe 1 und 2? Sekunde. Ich lese da nicht den Unterschied gerade. Nee, die Texte sind identisch von Stufe 1 und 2. Also ich wüsste nicht, warum ich es verbessern sollte. Vielleicht wurde da auch bei der Übersetzung geschludert. Ich werde mal ein paar Nachforschungen betreiben. Und den Blick jetzt nicht zu erhöhen, hat halt wieder den Effekt, dass wir die Sichtkreise der Gegner sehen. Und Geräusche. Das könnte eigentlich ganz gut sein. Hier steht nicht, dass man Beuteobjekte damit sieht. Das war bei Corvo so. Doch, doch, hier steht's. Das ist immer so ein kleiner Cheatcode, wenn man die Beuteeffekte so gelb glänzend sieht. Daher weiß ich noch nicht, ob ich das machen möchte. So, finde Talia in der Treaver's Close. Treaver's Close? Und die Rune, die uns hinterlegt wurde. Der Hals da ist. Ja, ist alles noch ein bisschen weiter weg. Vielleicht sind diese Schädel gemeint. Als sie gerade meinte, ich soll auf die drei weißen Schädel achten. Die Ratten essen unsere Babys. Oder unsere Kinder. So läuft es hier eben im Justizbezirk. Wir ersticken die Probleme schon im Keim. So will es der Justiziar. General Turnbull will sich das wohl ansehen. Er will die ganze Stadt so führen. Wird auch Zeit. Das ist einfach teilweise unfair. Meine Güte, ey. Kannst du mal 3 Sekunden da stehen bleiben? Ich hab schon nicht gezögert, ey. Das frustet mich, ganz ehrlich. Die sollen mir wenigstens die Chance geben, daran zu gehen. Aber ja, ich hätte geduldig sein können und länger warten können. Dann gucke ich jetzt, was hier ist. Es kann ja schwer sein, ne? Aber gib mir doch mal die Chance, eine Person auszuschalten. General Turnbull will sich das wohl ansehen. Er will die ganze Stadt so führen. Wird auch Zeit. Geht doch. Aber ohne Blink war das schon nicht so einfach. Wer weiß, wann der andere sich hier umgedreht hätte. Okay, aber ab sofort werde ich die Leute wieder ein bisschen länger beobachten, bevor ich los
Sprinter. Man sieht ja, die drehen sich schon mal schnell um. Ja, die Atmosphäre bei Dishonored ist schon eine ganz besondere, finde ich, so mit dem Soundtrack und dem Feeling hier. Erstmal die Lage auskundschaften hier. Ich weiß nicht, wo der Rat hingegangen ist. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Wollen wir uns zu Whisky und Zigarren treffen? In der Tat. Verdammte Ratte! Wenn du meine Wache übernehmen willst. Verzieh dich. Das sind aber viele Leute, ey. Da oben kriege ich nur einen Stromschlag. Und hier hinten scheint auch kein Weg nach oben zu sein. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Das schaue ich mir mal besser an. Du brauchst ein Bad. Stinkst bis hier rüber. Nerv jemand anderen. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Die Chance. Stehen gut. Dieser Bezirk wurde abgeriegelt. Alle unautorisierten Personen, die sich hier aufhalten, gelten als verdächtig und werden mit dem Tod. Abgeriegelt. Alle unautorisierten Personen, die sich hier aufhalten, gelten als verdächtig und werden mit dem Tod bestraft. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass ich da nicht hochkomme. Was geht da drüben vor sich? Gar nichts. Hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen.
Okay, das wäre die erste Lichtwand. Ich frage mich gerade, wie ich hier ohne Blink hochgekommen wäre oder rübergekommen wäre. Wir hätten sie wahrscheinlich irgendwo ausschalten können, ne? Ja, hätten wir. Das wäre auf jeden Fall der zweite Weg gewesen. Oh, da unten ist eine Rune. Warum sehe ich das erst jetzt? Mit kaputter Brücke meinten sie wohl das Ding da. Na toll. Oh. Echt hier. Assassinennotiz. Wie gewünscht. So viel dazu. Okay, wir sind wieder hier. Sehr gut. Das sah aus wie eine Wand, hinter der ich mich hier verstecken kann, aber ist gar keine. Oh shit, der andere Typ kam hier auch rüber, ne? Großartig. Ich möchte gerne hier irgendwo hoch. Na okay, man kann sich nicht einfach hin und her teleportieren, weil sie natürlich direkt den Blick in alle Richtungen werfen. Ah, haben wir auch das gelernt. Okay. Komm mal mit. Musst du darauf achten, wirklich sie niemals in die Nähe des Bodens zu legen. Anscheinend hat der Kill der Ratten in der letzten Mission mir den Kill beschert. Was auch nicht schlimm ist, das Chaos-Level war immer noch unten, aber. Wer bezahlt deine Klamotten? Sie haben die falsche Person erwischt. Ich an ihrer Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Ach ja, wo wohnst du? Bestimmt in der fetten Villa am Clavering. Na los, raus damit. Sonst schlitze ich dich auf. Ich rate Ihnen zu verschwinden. Gehen Sie, Sie machen einen Fehler. Ach ja, und warum? Ich treffe gleich einen Mann namens Doubt. Der große Assassine? Oh, mir zittern schon die Knie. Ich mach mir vor Angst in die Hose. Und? Warum sollte der sich mit Ihnen treffen? Weil ich ihn anheuern will, jemanden zu töten. Für viel Geld. Geld, das Sie nie sehen werden, weil Sie schon bald durch Doubts Klinge Ihr Leben aushauchen. Schnauze, du lügst. Wirklich? Ihre Angst ist offensichtlich. Ich kann sie riechen. Und noch mehr. Ich sag dir, was ich glaube. Du hattest ein Techtelmechtel mit diesem Hauptmann, was weiß ich, aber der alte Herr will das nicht. Er will nicht, dass du dich mit einem niederen Wachoffizier abgibst. Was sagst du jetzt? Tut mir leid, dass ich sie wegschicken wollte. Eigentlich möchte ich, dass sie genau hier stehen bleiben. Habt doch gesagt, dass er kommt. Schnapp den Jungen. Okay. War das eine Falle? Hilf mir mal,
denn jemand? Krieg ihm die Augen aus! Anscheinend! Ja gut, das war ein sehr interessanter Ausgang der Situation, mit dem ich nicht gerechnet habe. Falsche Person erwischt. Ich an ihrer Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Ach ja, wo wohnst du? Bestimmt in der fetten Villa am Clavering. Schnapp den Jungs! Los, okay, das war nur ein Test. Es ist auf jeden Fall eine Falle. Falsche Person erwischt. Ich an ihrer Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Ach ja. Wo wohnst du? Stimmt, in der fetten Villa am Clavering. Na los, raus damit. Sonst schnitz ich dich auf. Ich rate Ihnen zu verschwinden. Gehen Sie. Sie machen einen Fehler. Ach ja. Und warum? Ich treffe gleich einen Mann namens Doubt. Der große Assassine? Oh, mir zittern schon die Knie. Ich mach mir vor Angst in die Hose. Und? Warum sollte der sich mit Ihnen treffen? Weil ich ihn anheuern will, jemanden zu töten. Für viel Geld. Geld, das Sie nie sehen werden, weil Sie schon bald durch Downs Klinge Ihr Leben aushauchen. Schnauze, du lügst. Wirklich? Ihre Angst ist offensichtlich. Ich kann sie riechen. Und noch mehr. Ich sag dir, was ich glaube. Du hattest dein Techtel. Wir warten mal kurz hier. Hauptmann, was weiß ich, aber der alte Herr will das nicht. Er will nicht, dass du dich mit einem niederen Wachoffizier abgibst. Was sagst du jetzt? Tut mir leid, dass ich sie wegschicken wollte. Eigentlich möchte ich, dass sie genau hier stehen bleiben. Doubt beobachtet uns bestimmt schon und überlegt, auf welche Weise er sie töten wird. Mut hast du. Das muss ich dir lassen. So hartnäckig zu lügen. Kennen ein paar Hochstapler, die noch von dir lernen könnten. Na los, reiches Gehör, spuck's aus. Wie heißt du? Was ist los? Zu fein für ein Schwätzchen mit mir? Ich frage mich, ob das so ein Instant-Entdeckt-Moment ist. Eigentlich müsste es einer sein. Ich weiß, dass du hier bist. Hoch konnte ich leider nicht. Wie sie mich eiskalt in eine Falle locken will, aber warum? Lauf und versteck dich, Feigling. Ist doch schon eine Weile her, dass ich das hier gespielt habe. Daher weiß ich das ja auch nicht mehr. Keine Zeit für eine Raucherpause. Irgendwer ist hier. Und sie ist da hinten hingerannt. Was? Okay, das war noch nicht ganz entdeckt. Die Giftpfeile sind so viel effektiver als in der letzten Mission, das gefällt mir. Oder wollte sie uns gar nicht in Hinterhalt locken? Talias Leibwache. Dann hatten wir einfach Pech, weil die Hutmacher hier, die Gang hier anscheinend schon gelauert hat, ob jemand kommt. Sieh an! Der Meisterassassine! Sie wollen also wissen, wer Delilah ist. Nun, mein Onkel ist von ihr besessen, darum wird er Ihnen nichts erzählen.
Ich verlange nur zwei Dinge. Lassen Sie meinen Onkel verschwinden und bringen Sie mir sein Testament. Als Gegenleistung erzähle ich Ihnen von Delilah Copperspoon und werde Sie für Ihre Mühen entlohnen. Anschließend kommen Sie zurück. Wir treffen uns am Hafen, wenn Sie Erfolg hatten. Meine Großmutter liegt schon seit Jahren auf dem Totenbett. Jetzt, wo sie uns wirklich verlässt und ich 18 werde, hat er Angst. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß, wenn die Tat vollbracht ist. Hm. Okay. Dann lass mich wenigstens ein bisschen aufräumen hier. Sicher ist sicher. Gut, das ist aber auch so eine Stelle, da muss man es echt gespielt haben, um das zu wissen. Die Leibwache von ihr werde ich lieber auch mal aufheben, sonst wird hier wieder geknuspert. Der kann hier ein kleines Schläfchen halten. Lebt aber noch, ne? Ja. Der sollte noch leben. Okay, also unser Auftrag ist jetzt, den Justiziar zu eliminieren. Das ist unsere neue Zielperson. Das war vorher auch schon irgendwie klar, aber... Und wir haben jetzt verschiedene Wege hier durch dieses Viertel, glaube ich. Und können dabei auch wieder ein paar coole Nebensachen entdecken. Ja gut, das ist der Weg über die Straße, den will ich nicht unbedingt nehmen. Lieber ein bisschen klettern. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, dass die Wachen hier großartig wertvolle Sachen an ihren Gürteln haben. Sieht doch so aus, als ob die Ecke hinten keine weiteren Details für uns beinhaltet, sondern eher hier. Hier sieht das nach einem großen Spielplatz aus. Ich könnte schwören, ich höre hier irgendwo eine Rune singen. Das Knochenartefakt ist noch relativ weit weg. Vielleicht ist es aber doch das Knochenartefakt. Schauen wir uns doch hier drin mal um. Und eröffnen wieder unsere Basis hier. Dieser dunkle Raum gefällt mir gut. Sag nicht, hier ist nichts weiter. Außer dieses eine Item. Okay, da hätte ich jetzt doch schon ein bisschen mehr erwartet. Aber sieht alles leider sehr zugemauert aus. Hm. Nun gut. Und hier da oben ist auch nichts.
Direkt unter uns ist auch kein weiterer Balkon. Und hier sind eine Menge Straßen, die gut beleuchtet sind. Komm, gehen wir erstmal wieder in die Gasse zurück. Da ging es ja auch noch weiter. Und da war es schön dunkel. Das gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Und hier waren auch keine Balkons mehr offen oder so, ne? Ne, ich sehe keine. Nur zur offenen Straße. Oh, okay. Ich hätte gedacht, man kann seinen Fall damit komplett abbremsen, aber anscheinend nimmt Daud doch noch ein bisschen Fallbeschleunigung mit, selbst wenn man im letzten Moment den Teleport benutzt. Interessant. Hauptsache liegen überall so verstreute kleine Münzchen rum. Boah, ich war beinahe in die Falle reingesprungen. Jetzt ehrlich, Leute. Jetzt darf ich den aus diesem Container rausholen, weil der mir sonst in die Luft fliegt. Vielleicht schützt ihn auch der Deckel, aber ich will es nicht riskieren. Der hat ja nun wirklich nichts verbrochen. Daher schön auf dem Dach bleiben. Ach komm, du kannst mit dem Hutmacher kuscheln, ja. Ist sicherer. Dann lösen wir die Falle nochmal aus. Ja, besser ist es. Die Explosion hatte ganz schönen Wumms. So, den sollten wir entschärft haben. Und wir sind direkt auf dem Territorium der Hutmacher-Gang oder wie sie heißen. Ach du Scheiße! Das sind zu viele. Bleib mal hier. Die bewachen ihren Turf hier ganz schön gut. Aber der Hemdes hat wahrscheinlich eine Rangordnung. So, mal die Lage da unten ein bisschen entschärft.
Nom nom nom. Geht doch nichts über Dosenfleisch aus verlassenen Häusern. Das führt wieder auf die Straße, das dachte ich mir schon. Der andere Typ muss ja auch noch rumlaufen. Hab ich gerade einen Schatten durch den Boden glitschen sehen? Wartet mal, wir haben doch dieses Zeitverlangsamen. Hat er mich trotzdem gesehen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Yep. Okay. Also auf Stufe 1 hält die Zeit nicht an, das heißt, man hat trotzdem nur einen Bruchteil der Sekunde, um aus dem Sichtfeld zu verschwinden. Na komm runter, mein Freund. Schön da bleiben. Sag mal, wie viele sind denn da oben und kommen hier runter? Ach, wie schön. Steuerung. Oh, es ist so nervig, dass es derselbe Knopf ist, ey. Was wollen die denn alle hier unten, ey? Mach doch gleich Party im verlassenen Zimmer. Tja, und bei euch so? Mich ärgert das gerade, wenn die Steuerung nicht so wäre, hätte ich den auch gegriffen, ey. Schauen wir doch mal, was er tut. Dann nehme ich gerne einen entdeckten Körper, wenn das bedeutet, dass ich unentdeckt bleibe. Auf, verdammt! Ich glaube, das konnte man sich hier auch direkt angucken, oder? Gab es nicht irgendwie Statistiken? Naja, kann auch das Honor 2 gewesen sein. So, einer darf auf dem Waschbecken schlafen. Könnte schwer werden, ne? Ja. Ich hoffe, es waren so langsam alle. Was für ein Jonglierakt hier. Das sieht gut genug aus für mich.
Und einer kriegt den Premium-Platz in der Ecke. Mann, 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 Mann. Schlüssel zum Justizbezirk. Gerne, gerne. Bisher noch kein Dokument zum Lesen gefunden. Es ist überraschend, muss ich sagen. Und auch das Loot ist aktuell sehr spärlich. Hier und da mal eine Flasche, hier und da mal eine einzelne Münze. Aber okay, sind auch verlassene Bezirke, die nur von Gangs besiedelt sind, ne? Wer ist denn Schosi? Oder Schonzi? Dass er einen eigenen Namen hat, lässt ihn wichtig erscheinen. Vielleicht ist es irgendwie ein Nebenquest, dass man den holt. Hier war ich gerade schon, oder? Die Demenz bei Doubt kickt. Hat sich ja nicht so gelohnt, hier durchzuschleichen. Ich dachte, hier gäbe es irgendwie was Cooles. Ob sich hier ein Dummkopf versteckt hat? Jetzt sind wir über dem Typen, der hier unten rumsteht. Hier oben reinzugehen wäre smarter gewesen, als die Vordertür zu nehmen. Chris, 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 Chris. Das können wir doch besser. Aber gut, dann nehmen wir den Highway von hier oben aus. Wo ist dieses Artefakt? Irgendwo hier. In diesem Haus, das zum Verkauf steht. Oha. Ein Schrein des Outsiders. Das heißt, der wird uns wieder eine wohlgemeinte verbale Lektion erteilen. Und ein paar tatsächlich wertvolle Sachen und Lesestoff. Die Fahrt nach Pandüsschen. Die Männer, mit denen ich unterwegs bin, sind gute Seeleute, von denen zweifellos die Hälfte ihrer Erfahrungen durch die aufmüpfigen Piratenschiffe des zirkanischen Archipels gesammelt hat. Oder vielleicht sollte ich waren gute Seeleute sagen, denn die Hälfte von ihnen starb, noch bevor wir die zerklüfteten roten Klippen erblickten, die jene begrüßen, die den sogenannten fernen Kontinent besuchen. Krankheit, Zwist, vergiftet von einer Schule oder besser einem Schwarm fliegender Fische, die vogelgleich über die Wellen segeln und zu Hunderten auf Deck landeten, um jeden, der sie berührte, mit ihren giftigen Stacheln zu stechen. Zwei Männer von stürmischen, dämonischen Winden über Bord geweht, der ruhige tyvianische Navigator, tot in seiner Koje, in seine weißen Felle gewickelt, die Augen angstgeweitet, nur wenige haben den Ozean überquert
und der Weg nach Pendyssien ist weiter, als die meisten es sich vorstellen können. Mehr starben beim Erklimmen der Klippen. Und nun stehe ich mit nur mehr einer Handvoll Männer hier und blicke über das großartigste Land, das jemals existierte. Meine Verbündeten haben Angst, denn was sie sehen, übersteigt ihren Verstand. Und nun ist auch der Kapitän tot, gebissen von etwas, das wie ein Präriemaulwurf aussah, doch das auf eine Berührung mit rasendem Zorn reagierte. Nun liegt es an mir, sie zu führen. Genau. Und wir quatschen beim nächsten Mal noch ein bisschen mit dem Outsider, gucken, was hier sonst so rumliegt. Schaltet doch dann wieder ein. Bis dann, Leute. Euer Chris.